Hey, möchtest du wissen, wie man Sachen einfach aus einem Bild rausschneidet, neue einfügt und coole Texte wie dieser erstellt? Dann zeige ich dir, wie das geht, direkt nach dem Intro. Heute fangen wir an mit Adobe Firefly. Das erreicht ihr entweder über die Creative Cloud App oder über firefly.adobe.com. Das Coole ist, dass ihr Firefly auch mit einem kostenlosen Account nutzen könnt. Dabei bekommt ihr jeden Monat 25 Credits, die ihr dann für eure Generation benutzen könnt. Der einzige Nachteil dabei ist, dass ihr ein kleines Watermark unten in der Ecke habt. In Firefly enthalten sind einmal Text-to-Image-Generatoren, Generative Fills, dann haben wir einmal den Text-Effect-Generator und Generative Recolors für Vektoren. Fangen wir aber erstmal mit Text-to-Image an. Auf der Seite angekommen seht ihr erstmal eine ganze Menge Beispiele von Leuten, die das bereits benutzt haben und deren Prompts ihr euch auch bedienen könnt. Beispielsweise das Bild hier oben fand ich super gut, deswegen dachte ich mir so ein bisschen weihnachtlich genommen, komm, joinken wir uns das doch einfach mal und gucken, ob die Ergebnisse tatsächlich auch so unten mit aus dem Generator erzeugt werden können. Natürlich könnt ihr auch eure eigenen Sachen benutzen, aber wenn ihr das hier unten eingefügt habt, drückt ihr anschließend nur noch auf Generieren und wartet. Das Gute dabei ist, es läuft alles in der Cloud, das heißt, ihr braucht keinen leistungsstarken PC. Ich habe das einmal zu Demonstrationszwecken laufen lassen und die Zeit waren in etwa so 10 Sekunden gewesen, aber in Zukunft schneide ich das raus. Hier haben wir die ersten 4 Ergebnisse und die sehen schon ziemlich top aus. Die sind super artistic und wirken teilweise fast wie gemalt. Jede Generation kostet einen Credit, ihr bekommt pro Monat 25. Wie ihr rechts mitbekommt, haben wir eine weitere Leiste und wir benutzen auch die neue Generation Firefly Image 2 für die Generierung. Der Grund dahinter ist einfach, dass es ein bisschen neuer ist und es hat alle neuen Funktionen, deswegen denke ich, macht es am meisten Sinn, damit weiterzumachen. Gucken wir uns nun hier drüben mal mit dem Content Type an, sehen wir, dass dieser auf Auto gestellt ist, was bedeutet, dass der automatisch generierte Content im Artstil verfasst wurde. Aber probieren wir es doch jetzt einmal mit Foto aus. Wir gehen das hier alles einzeln durch, drücken nochmal auf Generieren und zack, haben wir da auch schon unsere neuen Sachen. Und wow, diese sehen jetzt wirklich wesentlich realistischer aus, gerade wenn man sich das erste und dritte Bild anguckt. Kommen wir als nächstes zur visuellen Intensität. Geht ihr über diese kleinen I's drüber, erhaltet ihr Informationen über die jeweiligen Regler, was sie machen und wie sie funktionieren. Für maximale Lerneffekte ziehen wir den Regler mal nach ganz rechts. Wow. Das ist jetzt natürlich wirklich sehr intens und wirkt schon fast wie ein Gemälde innerhalb einer Kirche. Ziehen wir den Regler ganz nach links, sind das ganz normale Fotos, aber die sehen auch unglaublich echt aus. Also die hätten auch aus einem Ikea kommen können oder irgendwie in einem Nanunana-Laden, sowas in die Richtung. Aber wir bleiben erstmal in der Mitte. Kommen wir als nächstes nun also zu dem Style. Der Style gibt an, wie euer Bild generiert werden soll, also quasi eine Spezifizierung. Unter dem Prompt seht ihr, welche Styles ausgewählt sind und unten rechts bei Effekten könnt ihr diese auswählen. Der Stärkeregler gibt dabei an, wie hart diese Effekte euer Prompt beeinflussen. In den Effekten habt ihr verschiedene Unterkategorien, wie beispielsweise auch Hyper-Realistic, was wir jetzt einfach mal auswählen, weil wir probieren wollen, ein möglichst echtes Bild zu generieren. Drückt wieder auf Generate und zack, da ist es. Die Benennung ist ein bisschen schwierig, aber es gibt auch einen Unterreiter wie Effekte oder auch Technologien. Gehen wir jetzt einmal hier auf den Bokeh-Effekt, kriegen wir den auch in unseren zukünftig generierten Bildern mit integriert. Als nächstes habe ich noch bei den Technologien nachgeguckt, ob es eventuell was gäbe, was mich interessieren würde, aber bin dann tatsächlich zu den Themes gekommen, was dann wiederum kategorisiert, in was für eine Art Richtung es gehen soll. Es gibt so viele, dass ich natürlich nicht alle hier in diesem Video zeigen kann, aber probiert diese doch einfach aus. Als nächstes bin ich einmal zu Concepts gegangen und habe dort Futuristic ausgewählt, weil mich mal interessiert hätte, wie in dieser Kombination Futuristic aussehen würde. Zunächst habe ich den Strength-Regler nach ganz links gestellt, also am schwächsten. Nun, da hat sich jetzt nicht allzu viel verändert, es ist ein bisschen mehr Glow drin, würde ich sagen. Aber man erkennt auf jeden Fall auch den Bokeh-Effekt. Als nächstes wollte ich die Stärke dann mal auf mittlere Stufe stellen und tatsächlich hat das meiner Meinung nach die Bilder schon ein bisschen aufgewertet. Insbesondere der Bokeh-Effekt ist klar ersichtlich. Als letztes habe ich probiert nochmal den Regler auf die höchste Stufe zu stellen und ich muss sagen, das ist mir ein bisschen zu viel Kontrast und zu viel Farbe, deswegen bleiben wir erstmal in der Mitte. Probieren wir als nächstes das Matching-Feature aus mit einem von Adobe zur Verfügung gestellten Bild. Dabei wird quasi euer generiertes Bild an das von euch ausgewählte, was ihr auch unten links neben dem Prompt sehen könnt, angepasst. Diese Bilder gefallen mir persönlich am besten, zum einen wegen der Color Palette und zum anderen, weil sie ein bisschen dreamy wirken, was das Ganze künstlerischer macht. Ihr könnt natürlich auch für einfachere Artstile gehen oder beispielsweise auch so einfache Formen. Wählt einfach etwas, was eurem Use Case entspricht oder uploadet euer eigenes Bild. Der Suggestion Regler war der einzige, der mir nicht hundertprozentig bekannt ist, was er macht, aber ich vermute mal, dass dort Prompts noch von Adobe hinzugefügt werden. Gucken wir aber weiter in unsere Effekte rein. Wir haben natürlich auch ganz normale Bildbearbeitung wie Color and Tone Palettes, Lighting-Anpassungen für dramatische Lichter, Backlights und dergleichen.
und auch Kompositionscharts wie Close-Up, Wide-Angle, etc. Ich habe mich für ein Close-Up entschieden und anschließend bei den Farbsachen noch einen Warmton ausgewählt, weil ich mir dachte, das könnte ganz gut passen. Als nächstes beim Lighting bin ich dann für die dramatischere Richtung gegangen mit Low-Lighting, weil ich diese Bilder auch besonders interessant immer finde. Als nächstes bin ich nochmal hochgegangen zu dem Matching-Feature, weil ich das besonders interessant fand und ich euch noch gar nicht gezeigt habe, was es eigentlich alles gibt. Von Pencil-Sketches über Digital Illustration, über normale Grafiken und Neonlichter, bis hin halt über ganze Landscapes auch einfach nur. Also ihr seht, auch wenn ihr eigene Bilder habt, könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr möchtet. Auch fotomanipulative oder Texture-Dateien gehen. Es ist eigentlich komplett egal, was ihr dort reinwerft. Adobe fängt damit was an. Mich hat am meisten dieses Landscape-Bild hier interessiert und ich muss sagen, das war eine super gute Entscheidung, wenn ich mir das angucke. Man sieht auch die Wärme von unseren vorher eingestellten Filtern. Wollt ihr das Ganze noch mehr anpassen, habt ihr auch ganze Foto-Settings, wie beispielsweise Aperture, Shutter Speed und Field of View. Die Advanced Settings geben euch die Möglichkeit, bis zu 100 Wörter zu nehmen, die in eurem Prompt nicht mit beachtet werden. Also nutzt die weise. Ja, wenn wir über das Bild, kriegen wir verschiedene Optionen. Bei Bewertung weiß Adobe, dass beispielsweise diese Generation gut oder schlecht war. Bei dem Edit hier oben können wir dann sehen, dass wir noch zusätzliche Optionen wie Generate a Fill, Show Similar oder Use a Style as Reference haben. Es gibt aber natürlich noch mehr. Wir benutzen erstmal Show Similar und daraufhin werden 4 ähnliche Bilder erstellt. Aber wenn wir über die Rechtecke können wir uns nun downloaden, uns den Link kopieren zu diesem Bild oder es in die Zwischenablage kopieren. Die Bildgröße dabei beträgt 2048 zu 2048 Pixel. Gucken wir uns nun als nächstes unsere Edit-Funktionen ein bisschen genauer an und als erstes würde ich sagen, starten wir mit den generativen Füllen. Das Bild würde sich nun eigentlich in einem neuen Tab mit den Funktionen öffnen, aber ich wollte euch einmal zeigen, was alles möglich ist, weil Adobe meiner Meinung nach dafür super viele gute Beispiele hat. Es ist auch komplett egal, ob es halt ein illustrierter Artstil ist, ob es ein Foto ist, generierte Sachen, Texturen, 3D erstellt, alles geht. Klicken wir auf Upload Image, sehen wir sowohl unser zuletzt gedownloadetes Bild als auch unser Clipboard. Einmal eingefügt, können wir uns das dann hier genauer angucken. Der vorweg eingestellte Modus ist immer der Einfügen-Modus. Hierbei benutzt ihr eure Maus wie einen Pinsel und wählt den Bereich aus, in dem ihr etwas einfügen möchtet. Anschließend gebt ihr es in das Prompt ein. Ich habe mich für Snow entschieden, weil ich mir dachte, das passt ganz gut. Hier drüben könnt ihr dann einmal auswählen, ob eure Form leichter erweitert werden kann oder ob diese wirklich genau darauf beschränkt werden soll. Der erste Regler gibt an, wie sehr ihr euch an das Original halten wollt und der zweite, wie sehr ihr euch an euer Prompt haltet. Am Anfang nehmen wir das Minimum, also beides auf ganz links und Generate. Firefly hat keine Daten, deswegen entsteht diese Punktewolke. Fangen wir also mit dem Präservierungsregler an und schieben den erstmal auf die Mitte, um zu gucken, ob das was ändert. Und tatsächlich, wir haben unseren Schnee. Das sieht jetzt wesentlich besser aus. Ich meine, schlechter als davor war auch schwer möglich, aber dann auch. In dieser Generierung bekommt ihr 3 Bilder anstelle von 4, aber über dem Plus mehr könnt ihr 3 weitere Bilder erzeugen lassen. Diese sind natürlich auch alle gespeichert, sodass ihr auf die wieder zurückgreifen könnt. Aber natürlich gucken wir uns auch an, was passiert, wenn der Regler auf New gestellt ist. Drücken wir dafür nochmal auf Generieren und wir können sehen, dass auch dieses Bild super gut aussieht. Guckt man sich den Hinter- und den Vordergrund an, kann man erkennen, dass das Prompt jetzt tatsächlich maßgebend für die Erstellung dieser Bilder ist und einen größeren Wert auf unseren Schnee gelegt wurde. Zum Testen wechseln wir natürlich jetzt noch einmal die Szenarien und drehen einmal unseren Preservation-Filter nach ganz unten und unseren Guidance Strength auf die Mitte. Und wir können sehen, dass wir wieder denselben Fehler hatten wie am Anfang. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, die Guidance auf so ca. 15% zu stellen und das ist ein verdammt gutes Bild geworden. Es hat was leicht Cinematisches sogar mit diesem leichten Bokeh im Vordergrund, auch wenn er gar keinen Sinn macht, aber mir gefällt er. Als nächstes habe ich die Guidance einmal auf 100% gestellt und den Präservationsfilter auf ca. 55% und ich muss gestehen, das sind meine Lieblingsbilder von denen, die erstellt worden sind, weil die genau diesen richtigen Vibe zwischen dreamy und gleichzeitig cinematisch haben. Insbesondere das Licht hier vorne gefällt mir richtig gut. Der Bokeh im Vordergrund ist quasi eine Art kleine Lichterkette geworden, die sich jetzt durch unser Bild durchzieht. Aber was ist, wenn uns etwas nicht gefällt, wie beispielsweise dieses Haus hier? Man könnte jetzt denken, dass man auf Subtract geht, also sprich subtrahieren und das jetzt einfach rausnimmt, aber tatsächlich sind das nur die Einstellungen für eure Bereichsauswahl. Was ihr anstelle dessen macht, ist, ihr geht wieder auf Add, wählt dann einmal euren Bereich aus und falls euch auffallen sollte, dass ihr beispielsweise zu weit gegangen seid, wieder oben an dieser Bergkette, könnt ihr auf Subtract gehen und dann eure Auswahl wieder begrenzen. Das macht es um einiges einfacher. Als nächstes drückt ihr einfach auf Generieren ohne Prompt und zack, das Haus ist einfach weg und würde ausgefüllt. Wenn ihr auf Cancel drückt, wird alles wieder rückgängig gemacht, aber da mir das gerade ganz gut gefällt, behalte ich das und drücke auf Keep. Sollte euch der Hintergrund nicht gefallen, drückt ihr unten einfach auf Background und der gesamte Hintergrund wird entfernt. Bei unserer Konstellation ist es relativ schwierig, aber dieses Glas wurde als Vordergrundelement ausgewählt. Zuerst habe ich das Bild nochmal ein bisschen ausgebessert und um den Hintergrund komplett zu wechseln, habe ich als nächstes dann Old Shelf eingegeben, also alter Schrank, weil ich mir dachte, das passt für das Szenario ganz gut. Anschließend wie immer auf Generieren und
und wir haben unsere drei neuen Bilder. Das zweite gefällt mir ziemlich gut, weil das auch mit dem Licht ganz gut aussieht. Insgesamt muss ich aber sagen, gefällt mir unsere alte Version einfach besser. Wir haben auch ein Remove-Feature, was genau dasselbe macht, was wir vorhin mit dem Haus gemacht haben. Dort würdet ihr das jetzt einfach einmal auswählen und auf Remove drücken. Beispielsweise, wenn mir hier unten diese kleinen Lichter nicht gefallen, drücke ich darauf und die sind auf einmal weg. Wie ihr das macht, ist dabei aber eigentlich egal. Mit Pen könnt ihr euer Kunstwerk jetzt noch bestaunen und ein bisschen hin und her bewegen. Das war bis jetzt der größte Teil des Videos. Als nächstes kommen wir zu der Textgenerierung und keine Sorge, die wird nicht so lang werden. Geht ihr über die Website von Firefly, kriegt ihr als erstes wieder eine Auswahl von verschiedenen Projekten, die bereits erstellt worden sind, wie Käsepopcorn oder auch dieses Knäuel an bunten Computerkabeln. Wie ihr sehen könnt, gibt es eine ganze Menge. Also Leute haben auch Toastbrot beispielsweise schon mal als Font gemacht oder auch ganzes Fell. Die Generierung funktioniert genauso wie bei dem Text-to-Image, was wir vorhin am Anfang schon einmal benutzt haben. Ihr gebt zuerst euren Text ein, da habe ich mich für DIY entschieden und bei dem Prompt für Color Splatter, also sprich Farbspritze. Nach kurzem Warten habt ihr dann auch euren eigenen Text mit eurem eigenen Stil. Ihr kriegt natürlich wieder vier verschiedene Variationen, aus der ihr euch dann welche raussuchen könnt, die ihr nehmen wollt, oder eben alle vier. Rechts habt ihr wieder eure Einstellungen. Angefangen bei der Matte Shape. Gefallen euch beispielsweise diese Farbspritze hier oben nicht, ist Tide die beste Option, weil diese sich dann ausschließlich an die Font hält. Wie ihr sehen könnt, sind diese Farbspritzer jetzt weg und ihr habt nur noch eure Farbe innerhalb eurer Font, vielleicht mit ein, zwei kleinen Blasen hier und da. Wenn ihr genau das Gegenteil davon wollt, ist Loose eure beste Wahl. Wie ihr sehen könnt, sind diese Farbspritzer jetzt viel, viel mehr geworden und auch viel, viel weitergehend und gehen direkt mit in die Schrift über. Je nach Anwendungsfall müsst ihr euch da ein bisschen mal durchprobieren. Ihr könnt euch auch verschiedene Schriften auswählen. Adobe hat nur ein paar vorgegebene bis jetzt, aber ich denke mal, dass über die Zeit sich das noch erweitern wird. Dennoch reichen die hin bis über Japanisch, Koreanisch und Chinesisch. Es ist also für jeden Anwendungsfall was da. Ich denke, für unseren ist Cooper hier fast mit am besten, weil diese Schrift ein bisschen runder und geschwungener ist, also habe ich mich einmal dafür entschieden. Wie ihr sehen könnt, ist der Stil der gleiche geblieben, allerdings hat sich die Font geändert, also genau das, was wir wollten. Wir können natürlich jetzt anschließend auch einmal unseren Stil noch anpassen. Dafür gehen wir einfach wieder unten in unser Prompt ein und tauschen dieses aus. In meinem neuen Prompt habe ich mich für Carbon und Stahl entschieden, weil ich mir dachte, dass das relativ guten Kontrast setzt. Ihr könnt natürlich auch mit etwas anderem gehen, wie beispielsweise Käse. Was ihr dabei macht, ist natürlich komplett euch überlassen. Als letzte Wahl habe ich mich noch einmal dafür entschieden, einmal in Farben des Winlabs blau-grüne Ballons anfertigen zu lassen, weil das auch eine der Adobe-Vorgaben ist und ich mal sehen wollte, wie gut das tatsächlich funktioniert. Prompts müssen übrigens nicht in Englisch sein. Ich habe mich nur dafür entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass die am besten ausgewertet werden. Unsere Ballons sehen tatsächlich ziemlich gut aus. Vielleicht ein bisschen verknotet, haben ein bisschen was von Ballontieren. Aber wenn ihr nicht ganz so sicher seid, was ihr nehmen wollt, könnt ihr euch auch aus den Samples eine ganze Menge raussuchen. Beispielsweise fand ich diese Hawaiian Flowers auch sehr, sehr cool. Aber auch hier gilt, probiert euch einfach aus. Probiert ein paar verschiedene Fonts und kreiert euren Lieblingsstil, der für euer Projekt am besten passt. Kommen wir nun zum dritten und letzten Part. Und zwar ist der eigentlich auch relativ einfach. Hierbei handelt es sich um das Erstellen von verschiedenen Variationen von eurem Vektor-Artwork. Anstatt das alles händisch in Illustrator zu machen, könnt ihr hier einfach euren kleinen Roboter, wie ich es gemacht habe, in SVG-Format einfügen, sagen, welche Farbe ihr wollt, beispielsweise einen Soft Pink and Blue, und anschließend auf Generieren drücken. Wie gewohnt, nach kurzer Ladezeit habt ihr eure vier verschiedenen Variationen in verschiedenen Hues, die alle angepasst sind. Mit angepasst meine ich, dass diese schon in verschiedenen Harmonien, die definitiv zusammenpassen, erstellt worden sind. Wir können es beispielsweise auch einfach mal mit Orange und Blau probieren. Und auch hier kriegen wir wieder ganz verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Solltet ihr keine direkte Idee haben, stellt euch auch Adobe hier wieder verschiedene Sample Prompts zur Verfügung, aus denen ihr auswählen könnt. Bei Harmonien könnt ihr anschließend einmal noch auswählen, wie eure Harmonien erstellt werden sollen. Und zu guter Letzt, bei den Farben könnt ihr einmal noch eure Grundtöne festlegen, also sprich, welche Farbpalette ihr an sich gerne bevorzugt. Mich hat mal interessiert, was rauskommen würde, wenn ich bei dem Prompt einfach Robot eingebe. Und tatsächlich sind die Ergebnisse eigentlich ganz gut. Anhand von den Blau-, Grünen und Pinktönen können wir auch sehen, dass das Triaden-Feature funktioniert hat. Das war's auch mit Part 1 der Adobe AI-Serie, aka Firefly. Beim nächsten Mal gucken wir uns an, wie dieser Roboter und andere Objekte in SVG innerhalb von Illustrator erstellt wurden mittels AI. Interessiert ihr euch mehr für Text-to-Image-Generierung, habe ich hier noch ein Video für euch. Vielen Dank fürs Gucken und bis zum nächsten Mal.